Herzlich willkommen zu einem neuen SM-Viper-Battle. Diesmal wieder gegen Dario. Er hat gerade Zeit und hat ein neues Team. Mit Bisofang. Echt na toll. Trikefalo. Hallo. Oh Gott. Fünf-Gen-Team. Das der Gen, wo ich mich eigentlich am wenigsten auseinandergesetzt habe. Sersurio. Ist nicht Toxic Rock. Toxic Rock war der fünfte. Abranovac ist das genau. Und das letzte habe ich wieder vergessen. Ich habe dabei ein Glurak, ein Mobile, ein Smetbo, ein Pixie, ein Cherox und ein Meistergriff. Ich leade mal mit Jürgen. Bin ich froh, dass er kein Feuer-Pokémon mit hat. Bis auf. Ich glaube, bis auf Trikefalo kann keiner eine Feuerattacke. Also, weil ich. Ich muss verhindern, dass da Ta Tarnsteine liegt. Also, diese Tarnsteine sind halt. Wegen Smetbo und Glurak halt sehr stark gegen mich. Okay, da kommt Trikefalo. Wir tragen die Offensivweste, das heißt, ein Hit tanken wir. Ich gehe auf den Eiszapfhagel. Er ruft zurück. Ah, wahrscheinlich Branawatz, ne? Nee, er geht in echt, na toll. Oh, schöner Ball. So, mal gucken, wie viel Damage wir drücken. Es geht. Es ist die Frage, spielst du mit Irrlicht oder spielst du mit Toxin? Wir gehen raus. In Pixie? Ich denke, Pixie fängt alles ab. Oh, er spielt Bizarro-Raum. Hat er den Stahl-Pokémon mit? Nein. Doch, Sersurio. Sersurio wird uns nicht one-hitten können. Deswegen gehe ich auf Calmind. Er ruft raus, wahrscheinlich Sersurio. Ne, Bisofang. Ich glaube, Bisofang hat Eisenschädel. So. Jetzt Mondgewalt. Ja, doch, er kann Eisenschädel. Oh, wenn du Bandit bist, bin ich tot. Okay, er ist nicht. Also, ich glaube zumindest. Oh, es macht relativ wenig Schaden auf diesen Dingen. Ich habe mir mehr gedacht. Da ich mein Pixie aber noch nicht verlieren will, gehe ich raus in Cherox. Cherox halt. Resistet. So, er geht nochmal auf Eisenschädel. Yep. Schon gedacht. Nicht so viel Damage. Ich denke mal, dass du rausgehst. Bitte geh raus. Wirklich Verfolgung. Aber was geht da raus? Denke mal, echt na toll. Yep, er geht raus. Es reicht leider nicht, um es rauszunehmen. Okay, der kommt echt na toll. Okay, jetzt ist es wieder normal. Das heißt, reicht die Verfolgung aus. Er wechselt ja nicht raus, aber wir testen es. Wir testen es. Ich hoffe, dass er auf Bizarro-Raum geht und nicht auf Irrlicht oder sowas. Na. Gut. Bitte komm, Bizarro-Raum kommt kein Irrlicht. Ah, oh Gott, der trägt Beulenhelm. Das ist nicht gut. Nein, er trifft auch noch. Mist. Na gut. Ich war schneller. Trotz Bizarro-Raum.
Geh auf Kehrtwende. Und geh raus in Pixie. Oh Gott, ich hätte einfach hart wechseln sollen. Bis jetzt bist du noch gar nicht im Branderwasser gegangen. Nee, ich geh lieber raus in Meistergriff. Ich hab auf Meistergriff Abschlag drauf. Wo du ja ein reines 5-Gen-Team warst und nur Ordoch das einzige. Es war noch kein Wissauer draußen. Nee. Ich sollte mal vielleicht ein bisschen aufpassen. Auf jeden Fall hast du kein Mann, das wirklich Abschlag fressen möchte. Okay, du kannst Börde. Ja gut, das ist jetzt ein Vorteil für dich, dass ich mich selbst verbrannt habe. So, jetzt erstmal links weg. Jetzt habe ich Mumie und... Was gehst du raus? Kannst natürlich rausgehen im Branawatz und mir die Tarnstelle hinklatschen. Na, ah, blöde Mumienfähigkeit. Ich glaube, das ist das Schlimmste an diesem Ding. Okay, gehst du in Bisofang. Okay, Bisofang. Ich gehe raus in Jürgen. Unser Mammutell. Weil wir mit unseren Meistergriff eigentlich nichts mehr an Schaden machen, dadurch, dass wir jetzt die Mumie haben. Gehst für den Zen-Kopfschuss und der Zen-Kopfschuss Mist. Jetzt können wir für den Eissplitter gehen. Wir treffen den. Und nehmen Bisofang raus. Naruhe, ich glaube mittlerweile ist echt natürlich ein Signature, oder? Oh, komm, sei es mir tot. Sei ein Branawatz. Okay. Ich gehe auf Abschlag. Das kannst du haben, Überrest. Ich denke, du schickst Überreste und nimmst mir jetzt Tarnsteine raus. Spitz Ablativ. Ja. Abtankt? Ja, sorry. Mammut hier jetzt. Und er hat da Überreste. Jetzt sind wir wieder schneller. Ich gehe auf den Allstar-Fahrer. Ich möchte jetzt nicht rauswechseln. Wir treffen. Mal gucken, wie viel wir abziehen. Ja, soliden Damage. Und der schreckt zurück. Wir bekommen den Flinch. Das ist natürlich bitter. Das sah schon fast aus wie ein Feuertäufer. Als Zapfage geht, weil ich daneben betroffen. Und nehmen somit das heißt mit doch aus. Ich wundert, dass er keine Tarnsteine gelegt hat. Komm, Cesario. Ja. Erdbeben. Dann war's Tiefschlag. Tiefschlag müsste rausreichen, ja. Quit mattert nicht. Hast gute Arbeit gemacht. Okay, wir gehen raus in Meistergriff. Turbo-Tempo. Aus dieser Tiefschlag. Fuck. War das nicht so? Nee. Ist schon zu spät zu denken. Okay, ich gehe raus in mein Smetbo. Ich gehe zum Glück keine Tarnsteine. Wir gehen auf Schlafbruder. Gute Nacht
Und wir treffen natürlich. Das ist praktisch. Jetzt können wir uns Hochfalter reigen. Kannst du es unterwenden, indem du Raum wechselst? Dann bin ich nur plus 1. Nein, er bleibt drin. Das ist riskant. Ich mach mal einmal plus 1. So, ich schläft. Okay, ich gehe mal auf den Kiffer gebrummt. Falls er den Zeich trägt, dann wird er auf jeden Fall angebrochen ist. Und es wacht natürlich auf und geht auf Abschlag. Okay, wahrscheinlich gehst du jetzt auf Tiefschlag. Ich nehme an, du gehst auf Tiefschlag. Ich auf Schlafruder. Falls du auf Tiefschlag gehst. Jep, der Tiefschlag kommt. So, jetzt können wir wieder auf Käfergebrumm gehen. Du stehst tief und fest. Das ist ein Vorteil. Das nimmt unser Smetboy jetzt der Surya raus. Schön gemacht, Smetboy. Ich mag Smetboy. Ich finde, es ist einer der wenigen Pokémon, die auch ohne Mega glänzen können. Okay, da du das jetzt offensichtlich so reinrufst, glaube ich, dass du, Scarf bist. Wir haben kein Mammut-Hell mehr, das ist schlecht. Da kommt die Lichtkanone. Ja, du bist Scarf. Gehen raus in Glua. So, Mega und Fokusschluss. Er ruft zurück. Oh, er geht in Elektros. Sapladin, Saplaran. Ich mag das mal, aber ich vergesse auch mal die Namen. So, was kannst du denn eigentlich gegen mich tun? Okay, ja, geh ruhig daneben, Attacke. Ja, wer braucht denn schon eine Attacke, die trifft? Okay, wir gehen auf Feuersturm. Wer der Feuersturm trifft? Er hat Steinhagel drauf. Okay, der spielt das Physische, ne? Tschüss, Glurak. Gehen wir raus in Dings. Ich glaube, den Kampf verlieren wir. Ich weiß nur nicht, ob du schneller bist. Ich gehe auf Patronenhieb. Ich wollte aber nur der Mist drücken. Was? Du spielst Erholung? Spielst du jetzt die Beere? Yep, er spielt die Beere. Warum nicht? So, jetzt haben wir ein Safe Switch in Dings. Aber ich glaube, ich tanke keine Lichtkanone von Trikefalo. Du wirst wahrscheinlich denken, ich gehe auf Grawlmann. Du kannst rauswechseln. Nein, du bleibst drinne. Außer du spielst Mix. Nein, du spielst nicht Mix.
Wir sind schneller, das ist schon mal gut. Das heißt, wir können erstmal weicher drücken. Wir können auch dann durch den Steinhagel nicht lenken. Okay, du spielst Abschlag. Das ist natürlich jetzt wieder blöd für mich. Gedanken. Ich muss so viel Gedankengut reinhauen, damit ich einen Hit von Trikefalo tanke. Spitzt einrollen. Einrollen. Auswirken, Erholung, Steinhagel. Das ist eigentlich ein nice Set. Ich mache mich jetzt plus 2. Dann hau ich mir wieder ein Dings rein. Einmal Weichei. So, Weichei. Reißt mich an. Reiß. Okay. Kolmann. Noch ein Kolmann, ja. Steinhagel. Ah, der Damage. Weichei. Ich hasse solche Battles, aber. Das ist ich habe keine andere Möglichkeit zu gewinnen. Ich muss einen Hit, eine Lichtkanone von Trikefalo tanken. Core meint. Weiter auf Steinhagel. Vergast du überhaupt keine Elektroattacke auf Elektros? Durch das Einrollen hast du wenigstens deine Genauigkeit erhöht. Das ist immer gut. Ich mach mich mal voll und guck mal, wie viel jetzt mit dem Steinhagel abziehst. Wie viel ziehst du mehr ab? Das ist ein Quid. Alter, das ist viel. Ich glaube, jetzt müssten wir eigentlich einen Hit von Trikefalo tanken. Müsste. So, wie viel zieht er uns jetzt ab? Natürlich zieht er uns jetzt mehr ab als gerade eben. Uns 9 mehr ab. Was kennen wir es? Die Frage, tanken wir jetzt oder tanken wir jetzt nicht? Tanken wir nicht. Die Lichtkanone kommt. Und wir tanken sie nicht. Schade. Es war natürlich Quid. Der hat es aber gemeldet. Ja, schön gefühlt, Dario. Nächstes Match. Ich hoffe, euch hat der Kampf gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye.